So, Freunde, unser Team ist ein bisschen angeschlagen, deswegen werden wir mal sagen, wir uns noch ein bisschen heilen und machen dann weiter. Zurück bei Pokémon Legende Arceus. Und ja, wir haben ein bisschen Kies bekommen. Ich glaube, da kann ich bei ihm mal den Angriff noch ein bisschen boosten. Sehr schön. Dann, 100 Punkte. Warte mal, was haben wir hier? 100 und 150. Bei Noctara und natürlich auch bei Shellcrine. So. Also, ansonsten würde ich sagen, geht es hier munterflockig weiter. Wir haben hier zum Teil noch starke Gegner, bei denen man natürlich problemlos trainieren kann. Kein Sinn gefangen, ey. Das muss ich ändern. Komm schon. Geht doch. Und sogar ein Pokémon, das eigentlich viel zu stark ist im Vergleich zu unserem aktuellen Team, trotzdem keine Chance hätte. Weil wir einfach immer sind. Schauen wir an, Exemplar gefangen, haben wir schon 3 Stück mit Nahrung gefüttert. Da können wir noch ein bisschen was machen. Genau, das machst du richtig und komm zu Papa. So, Leben gehen auch schön hoch. Ey, die Leben sage ich schon, die Level natürlich, Entschuldigung. Und Shellcrine und so weiter macht es auch schon bald so als einen mächtig großen Shell-Terror zu werden, nicht wahr? Genau, also die Sidequests. Da will ich eigentlich auch hin. Königsblatt. Weiß ich auch nicht, nein. So, hier haben wir. Keine Ahnung, ob es ein Dorf ist oder. Nee. Ah. Natürlich kassiere ich den Schaden, ist klar. So, wer wohnt denn hier, hm? Guck, wo jemand zu Hause? War niemand da. Schräge Sache. Wir sind ja auch hier oben. Ist irgendwas Spezielles noch? In wildes Ambidiflos, aber nicht schlecht. Nee, keine Weiterentwicklung. Ein paar Griffel. Hm, auch gut zu wissen. Apropos Ambidiffel. Ja, nö. Ja gut, Tornupto würde es vermutlich platt machen. Aber muss auch nichts riskieren. So, wir kommen jetzt ein bisschen wieder hoch. Und tschüss! Mist. Du warst ein bisschen schneller als ich. Versteckte Bucht. Hm. Ein paar interessante Pokémon hier.
Pokémon auf dem Wasser. Ich hoffe, dass ich hier bald mal irgendwie ein Reihpokémon bekomme, mit dem ich übers Wasser kann. Wird einiges vereinfachen. So, jetzt muss ich erstmal hier hoch. Ja komm, du willst es doch. So. Trink 17. Und Papinellos hat's hier. Bin ich überhaupt? Ah, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Okay. Ja gut, wenn ich jetzt eh schon hier oben bin. Ganz schnell mal darüber zum gucken, was gibt's noch? Was haben wir hier noch alles für geile Pokémon? Ein Schiff, okay. So ein paar Knalldinger am Boden. Knallmoos. Knallmoos. Kiste. Oh. Alkiste Girl. Ey, das klappt ja. Krass. Knallkugel. Ist auch schön dabei. Sehr gut, sehr gut. Ja, ansonsten halt ein typischer Strand. So, noch ein paar Knallmoos. Da müssen wir die eine Quest eigentlich schon abgefrühstückt haben. Jetzt gibt es sicher noch einiges zu erledigen. Künftig machen wir aber anders mal. Penis gemacht. Dann einfach straight zurückgehen. Alles, was irgendwie rumfliegt oder irgendwie uns sonst attackieren will, uns auf uns aufmerksam machen will, ignorieren. Auch diese Enterons hier plus Alpha. Aua! Nun, lass mal. Das ist ein Togepi? Schade. Ich meine, ganz ehrlich, waren sie nicht schon mal ein Togepi? Na dann. Doch, geradeaus und einfach hoch. Da oben war. Nein, da. Hm, wo steckt der nur? Was geht ab? Hey du! Ist zufälligerweise Yorichi vom Bautrupp den Weg gelaufen? Nee. Mensch, wo ist er bloß hingegangen? Willst du mir eventuell bei der Suche helfen? Hat ein Stück weiter vorne auf dich. Komm bitte vorbei, sobald du Zeit hast. Ernsthaft jetzt? Nein, da wieder das. Scheiße. Muss aber auch ein Glück haben mit meinen Quests. Mein Händchen dafür ist einfach legendär. Ja, natürlich mal eine Basis da vorne sehen, na, auf die Idee da selber kommen können. Ich hoffe, es geht gut. Die Bogen hier sind natürlich alle schon ein bisschen stärker. Plaudergeil, krass. Bippe, ja, du mich auch. Was? Was ist gerade? Muss Luna überhaupt da weggehen, bitte? Ja, genau deswegen. Hä? Ist das Sturzflug, das die einsetzen oder was? Bin da. So ein bisschen angeschlagen, aber egal. Allein los, um die Gegend zu inspizieren und kehrt nicht zurück.
Aha. Er soll noch irgendwo sein. Super. Kannst du mir gerade helfen, Kumpel? Nee, war. Hast kein Geruch aufgenommen. Super. Schön einsammeln, so. Bisschen Knallmoos, weil du eh einen Knall hast, ich weiß. Da wäre ein Knall, ey. Mann! Wo? Ich nehme mal an, dass er irgendwo da sein dürfte. Da könnte vielleicht sogar schon sein. Es kann reden, Hilfe! Oh. Ja, Plaudergeist ist ein bisschen speziell. Komm nicht näher! Näher, näher! Was ist das noch ein Pokémon? So spricht es! Spricht es, spricht es! In Ordnung? Nichts ist in Ordnung! Ich brauche Hilfe! Was siehst du echt aus? Hilfe! Toll, ich habe wieder Schelke rein vorne. Oh. Oh, Level geht aber. Nee, geht nicht mehr. Ja, sorry, Kumpel. Damit könnt ihr jetzt nicht rechnen. So, aber keine Sorge, denn ich hol dich zurück. Du. Bippi! Oh! Ja, finde ich jetzt nicht so nett. Ich würde das gerne bitte beenden, so schnell es möglich ist. Danke, Xantor. Das muss Leben gerettet. Vielen, vielen Dank, ich stehe tief in deiner Schuld. Ein Pokémon, das menschliche Sprache beherrscht. Ich darf Gespenster hinterlassen auf einen Plauderguy. Vielen Dank, dass du Joritsch gefunden hast. Jetzt kann er endlich das Lager richten. Jo, hier draußen Lager kann jetzt schaden, ganz ehrlich. Fertig! Das wollte ich dir schenken. Was? Okay, dankeschön. Neues Basislager verfügbar. Jo! Dieses Basislager hat eine wunderbare Aussicht. Der scheint der ideale Ort zu sein, Pokémon zu erforschen, in Wassernähe leben. Alright? Yes, alright. Und deine Tasche ist voll für ein paar Aprikokos. Ja, es kann halt passieren. Schwache Pokémon verscheucht. Hm, interessant. Ich habe sogar noch so einen Pokéball gefunden. Ich hätte gerne erstmal einkaufen bzw. verkaufen. Dann kannst du noch einen Pokéball. Gut, dann warte mal. Pokéball behalte noch. Leg's einfach ab, das geht auch. So, alles wieder fit, dankeschön. So, alle verschieben, dann das Ding alles verschieben, das Ding alles verschieben. So, Köder, den auch mal alles verschieben. Die Dinger auch, brauchen wir aktuell noch nicht. Königsblatt, das sieht ähnlich aus. Das könnte vielleicht noch irgendwie interessant sein. Dann können ein paar von denen weg.
So, das sieht doch schon wieder wesentlich besser aus. Dann Basis-Items. Move-Items herstellen. Nee, lieber ein paar von denen. Zack, zack, Dankeschön. Und ein paar davon. Zack, Dankeschön. Wenn noch ein bisschen mehr Platz. Dankeschön. Professor Bericht erstatten. Nee, Dankeschön. Aber hier. Fundsachen vor oben. Jetzt mal vorhin, wir haben schon über 1000 Dankbarkeitspunkte. Sprich, wir können damit auch schon irgendwie so ein Entwicklungs-Item kaufen. Was natürlich momentan jetzt noch nicht so wichtig ist. Aber können wir uns gerne im Hinterkopf behalten, dass wir eines mal kaufen könnten, welches auch immer das sein soll. Oh, das ist ein Aprikoko. Mal zurücklegen. Nein, nicht ausruhen. Hallo, hier ist die Lagerkiste. So, mal gucken, wie sieht es denn hier aus? Soweit alles cool. Hyperheiler in die Tasche verschieden. Weiß gar nicht, wieso ich den überhaupt abgelegt hatte. Genauso wie hier, hä? Ah, sind die Zentnerbälle, Entschuldigung. Moment, das sind die Zentnerbälle, der stimmt schon. So. Also noch ein Driftlohn hier. Okay, dann. Moment, wenn ich schon hier bin, noch ganz kurz noch das Teil da vorne. Ah ne, geht gar nicht, muss auch übers Wasser. Okay, hat's erledigt. Quest abgeschlossen, das ist cool. Dann will ich eigentlich hier hin. Ein Item holen, das ist natürlich das Ganze über diese Basis hier. Huch, das klingt hier so. Irgendwelche Boss-Pokémon oder so. Irgendwie so ein Alpha-Bammelin wäre mal geil. Damit ich sicher bin, dass es die richtige Größe hätte, wenn ich eine Quest noch. Da gefangen, ja, habe ich schon ein paar, um entdeckt zu werden. Genau, mit Nahrung gefüttert dort auch. Könnte für Rang 10 knapp reichen. Luxtra. Sehr gut und dann los. Pion Drag, was machst du denn da vorne? Hey! Was machst du hier, Kleiner? Warte mal, der ist ja Käfergift. Was machen wir am besten? Ich will jetzt gerade ungern direkt killen. Und erstmal vielleicht mal schwächen und fangen dann. Ich habe Angst, irgendwie einen Donnerzahn, Eiszahn und Knirsche zu killen würde. Ja, habe ich nicht wirklich so Bock drauf. Ja, Freunde, so geht's. Pionskora, neues Pokémon. So, was haben wir da vorne für einen krassen Boss? Und wie jetzt vom Level her geht's aber. Wuhu! Geht's nicht mehr. Nun, ich bin weg, hier sehe ich mich gar nicht. 45, naja, das ist natürlich auch ein Unlicht-Pokémon. Gift-Unlicht, um genau zu sein. Oh, kaum Zeitgefüge. Eigentlich ein Viech mit Bodenattacken. Natürlich hier praktisch. Huch!
Was heißt denn hier, es bahnt sich an? Hier sind wir schon. So, voll drin ist er nur mit dabei. Ist echt voll drin schon? Was soll jetzt der Ort sein, wo es so krasse Items gibt? Angeblich und krasse Pokémon? Oder eben wir sind noch zu früh? Ja, weil es hieß, es bahnt sich an, war. Das würde natürlich auch insofern Sinn machen. Hm? Ah, cooler Boden, okay. Wow! Ganz schön übel, ganz schön übel. So. Mach Hull unter frischen Luft, okay. Oh, und ein Machomai. Ja, 40, das würde ich jetzt sagen, sogar noch mitnehmen. Was, ganz ehrlich, was willst du gegen den Geist-Pokémon machen? Ja, nichts gesagt, aber einen fetten Donnerschlag, ey. Gut gemacht, Tornupto. Puh. So, kannst bitte mal killen. Oh, der geht natürlich auch. Alter! Ball. Ich nehme gerade mal einen Schwerball und hoffe, dass es drin bleibt. Ich meine, geschwert ist es gut. Eventuell muss Lux nochmal ran zum paralysieren. Okay, dann muss halt doch mal ganz kurz der hier an. Ich werde sicher nochmal einen Donnerschlag einsetzen, macht natürlich bei Lux keinen Schaden. Oder kaum. Natürlich macht er jetzt den Move und dann killt sich er selber. Was heißt, ich hab's besiegt, also er selber besiegt. Ich hab nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Die Unschuld vom Lande, wie man so schön sagt. Schweinerei. So, Leistungssand. Man hat Haare wirkungslos. Genau, was machen wir hier Schönes? Auf die Karte. Mhm. Der Kies, der Kies. Wir brauchen viel mehr Kies. Wir sind auf Init. Bonbon M. Mhm. Auch nicht schlecht. Moment, dann. Das sind 150er. Mal zwei, so. Puh. Auch hier krasse Viecher. So. Okay, jetzt ist es aufgetaucht offiziell. Magneton! Ja, wie bereits erwähnt, Freunde, hier drin gibt es halt auch krasse Items. Und krasse Pokémon. Es ist ja auch so, ebenso Pokémon wie Magnetilo, Magneton. Da ist klar, das wäre eigentlich für die Zeit von Hisui viel zu neu, sag ich jetzt mal. Viel zu modern. Und deswegen tauchen die hier so auf. Jetzt haben wir gerade ein Problem. Nach anderen Pokémon, auch irgendwie. Auf Minungsschnur, krass. Können theoretisch halt Polo so entwickeln. Puh. Ja, auch andere Pokémon, die es vielleicht als Hisui-Form hier gibt. Also ein Spiel selber, deren normalen Form können wir hier auch auf, entdecken. Irgendwie auch die Entwicklungen von Evoli zum Beispiel, unser Starter. Also jetzt die Hisui-Starter, wie Bautz oder Vollriegel und so, Otaro, die es eigentlich in der Region nicht gibt, können wir hier auch finden. Boah, das blinken, ey, gehen wir auf, schön auf den Sack.
Oh, ein Donnerstein, nochmal einer. Alter, irgendwie mit diesem Donner und Feuerstein habe ich es ungeheuerlich, ey. Sogar bei Pokémon strahlende Diamant, leuchtende Perle. Ich farm die im Untergrund wie nix. Aber die finde ich einfach überall. Aber alles andere, nö. Aber Feuersteine, Donnersteine, wie blöd, alles andere finde ich nix. Oh, das ist gar nichts. Was spawnen hier eigentlich immer neue Items nach, oder was? So, Freunde, wie lange geht das wohl noch gut, wa? Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach mal. Raumzeitverzerrung. Ja gut, aber das Radar jetzt auch, wa? Die wären eigentlich auch stark, so generell. Natürlich, so ein Simsler ist schon krass, ja? Da sehe ich schon einen, aber 33 wird sogar gehen. Natürlich trifft die Attacke mich auch außerhalb. Warum auch nicht? Okay, muss ich gleich zurück zum Ding, zum Lager. Sobald die Umrandung hier rot wird, also von schwarz auf rot wechselt, da muss ich dringend zurück. Das sieht bisher noch nicht so aus. Danke auf den Typ Feuer besiegt. Das kannst du haben. Das ist kein Problem, Freunde, würde ich mal sagen, beenden wir nicht die Folge. Deine Tasche ist voll. Ach, ernsthaft? Wie kommst du denn da auf die Idee? Was haben wir eigentlich alles abgestaubt? Donnerstein, Upgrade, Verbindungsschnur. Mhm, die ist eben dafür da, um irgendwie Kadabra zu Simsla zu machen. Maschok zu Machomai und so, weil man hier generell nicht tauschen kann. Ganze Stücke, okay. Nugget, Sternstück, Sternstab kann alles verkaufen. Sehr geil. Jo, passt mal sagen, wa? Passt doch ziemlich gut. Ist halt die Frage, direkt wieder zurückgehen, weil wir noch relativ am Anfang sind vom Gebiet. Dann ist ein paar da wirklich straight hier durch, um mit der Story weiterzumachen. Oder denke mir was anderes aus. Man weiß es nicht, hä? Was man so überlegen, man weiß es einfach nie. Ein bisschen Knall-Moos mitnehmen, weil davon haben wir hier noch ein paar. Kann auch später machen. Egal. Scheiß Raumzeitverzerrung. Freunde, sagen der Hinsicht viel auf das Zusehen und bis nächstes Mal zurück bei Pokémon Legend Arceus. War wieder mal sehr, sehr spannend. Ich hoffe, es hat auch soweit auch Spaß gemacht, auch mit der Raumzeitverzerrung und so. Hat sich durchaus gelohnt und wir kriegen sogar noch ein paar DP dazu. Sehr geil. Bis nächstes Mal und ciao zusammen.